Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg mehr oder weniger zu Impa, wieder zurück im Sheikah-Dorf. Davor werden wir uns allerdings noch mal kurz eine Kleinigkeit zuwenden, die ich mal so herausgefunden habe. Nämlich haben wir angefangen, hier verschiedene Fackeln anzuzünden, verschiedene Laternen anzuzünden mit unserer Fackel. Und das alles mit einer blauen Flamme, die es anscheinend nur hier gibt. Und da ist eine Stelle, da konnte ich vorher nicht hin. Weil es über den Fluss liegt. Auf der anderen Seite habe ich das schon mal gemacht. Und dann gesagt, wir machen mal an der Stelle einen kurzen Cut. Und jetzt machen wir das hier fertig. Da unten ein paar Enten. Auch süß. Und ich glaube, das war eine ganz schlechte Idee, so herumzugehen. Aber wenigstens die Steuerung und alles ist uns inzwischen ins Fleisch und Blut übergegangen. Und ich glaube, in dem Gebäude lebt der Kerl, bei dem wir das Haus ersteigern können. Den haben wir, glaube ich, gar nicht kennengelernt. Hi. Ah, der ist der Bürgermeister. Ist aber auch ein schönes Dörfchen, muss man sagen. So. Gut. Ist aber auch echt hübsch hier. Jetzt gucken wir halt, dass wir die ganzen restlichen Laternen anzünden. Weil ich vermute, dass da so eine kleine Nebenquest dahinter steckt. Vielleicht ist das auch nur für uns so, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht hier. Wir wissen es nicht. Und auch kein Problem, wenn wir es mal kurz ausmachen hier. Und hier haben wir überall schon mal Laternen, die bereits angezündet sind. Doch normalerweise noch Laternen geben. Ich habe bestimmt nur eine Laterne oder sowas übersehen. Ah, da oben könnte es sein. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendeine wäre. Ich glaube, wir haben alle angezündet. Ziehen wir uns die andere Waffe ran. Und dann besuchen wir mal den lieben Yoda, oder wie er heißt. Was redet der Kleine? Da hat einen Auftrag für mich. Okay, sag an. Ja, ich komme aus der großen weiten Welt. Klaro, super stark. Okay. Aha. Also wenn wir Waffen finden, bestimmte Waffen, dann sollen wir es dem zeigen. Ja, ist okay. Können wir machen, wenn wir dran denken. So eine Sache, die ich dann offscreen immer mal wieder erledigen kann. So, und jetzt gehen wir mal in das Häuschen, beziehungsweise erstmal beten wir eine Runde. Und will dafür wieder ein Herz. Ja. Okay, da ist auch ein bisschen flotter, als das am Anfang war. So, weil die wissen ja ganz...
ganz genau, dass wir das oft genug besuchen werden. So eine Gebetsstätte. So. Schön. Dann haben wir wieder ein Herz mehr. Und sind bereit für die nächsten Gefahren. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal da drin kurz mal um. Ups. Steht aber, wir können aber nicht lesen, was da drin steht. Egal. Hallo, lebt hier jemand? Hallo, lololololo. Großes Gebäude. Mit gutem, schönen Garten. Aber niemand da. Hm. Oh, die gehören wahrscheinlich zu dem Bauer da draußen. Ah, okay. Und viele hübsche Felder hier. Ein Haufen Vogelscheuchen und sowas. Toll. Ja gut, dann weiter geht's. Würde man sagen, wir machen uns langsam auf den Weg Richtung Strand. Weil da anscheinend Monster unterwegs sind. Die immer wieder mal Schafe klauen. Und dem tun wir am besten mal Einhalt gebieten. Ah, guck mal, mein Freund und Helfer. Ah, ich würde das ehrlich gesagt freuen, wenn ich kein weiteres Pferd mehr bräuchte. Sei es mit besseren Werten oder sowas. Weil jetzt ist mir der kleine, ist mir schon ans Herz gewachsen. So, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu dem Strand da. Noch nicht? Okay. Jetzt langsam? Immer noch nicht? Jetzt aber, oder? Okay. Und dann möchte ich mich erst, echt mal informieren, wo dieser Yoda ist. Dieser Typ, der Yoda heißt. So, da hier soll es angeblich zum Strand, Richtung Institut gehen. Genau, und dann irgendwo auf Höhe des Instituts, genau hier, kommt der Weg zum Strand. Ich nehme natürlich das Pferd mit. Ich könnte jetzt natürlich auch hier runter segeln. Aber werde ich jetzt an der Stelle nicht machen. Weil ich auch wieder hoch will. Und das da, glaube ich, ein bisschen nützlicher ist, wenn ich dann mein Pferd dabei habe. Hm, das Teil sieht irgendwie sonderbar aus. Tut sich auch nicht wirklich was. Ah, das scheint die Stelle zu sein, da vorne. Ja, da ist auch ein Lager der Bocklins. Hm, müssen wir uns wohl drum kümmern. Wieder so ein Pflänzchen. Also kleine Sprösslinge. Könnte schon sein. Ja, ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Zum Stoppen. Ja, das Lager ist auch relativ groß. Ist auch einer von diesen großen Typen da dabei. Ja, und da sind noch ein paar Schafe. Da würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal spontan um die.
Na dann auf. Auf ins Getümmel. Ja! Die die dunklen, die gefallen mir gar nicht. So, nochmal etwas stärker als die anderen. Oh, wow, 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 wow. Oder die halten mehr aus. Oh ja, die machen mehr Schaden und die machen alles mehr. Gefährlich. Ich glaube, da holen wir uns extra mal eine von den stärkeren Waffen daraus. Eine von den schnelleren sogar. Ah, oh, vielleicht das beste Schwert. Ah. Gefährlich. Aber die müssen wir auslöschen. Irgendwie. Ich glaube, ich kümmere mich mal um den Bogenschützen da. Immer einen von diesen Speeren. Die scheinen sehr stark zu sein. Lass den Wischmopp gerade mal hier. Exallanze. Ja, gut, so gut scheint die jetzt auch nicht zu sein. Hat sich fast nicht der gelohnte Austausch. Ah, ich erwische ich auch noch. Ah, in dem Moment kommt der andere. Hyrule Reis, okay. Ganz schön fies die Teile. Leider auch sehr stark. Arg. Das Problem ist, wenn sich mehr einmischen können. Ha! Das ist das Problem, was ich so ein bisschen habe hier in dem Spiel. Aber wenn es noch einer wäre oder zwei, das wäre perfekt, aber. Diese Wirbelattacke, die nervt. Von dem gewaltig. Alter, wie lang geht denn die, ey? Alter, Falter, du. Erstmal ein Omelett. Ja, schafft. Einer weg. Wo ist der andere hin? Der ist einfach verschwunden, okay. Der ist einfach geflüchtet. Seine Kameraden einfach mal im Stich gelassen. Oh, eine starke Lanze. Okay. Da gibt es Unterschiede. Ja gut, dann nehmen wir den Wischmopp wieder weg und dann nehmen wir die eine Lanze mit. Ja, so stark ist er nicht. Hält nur eine Menge aus. Haha. Ein Moblin-Herz. Eine stinknormale Extra-Lanze. Ich glaube für den einen Kerlich. Oh, ich habe eine zweite Fackel, die kann eigentlich auch weg. Nehmen wir die ganz normale Lanze und die Fackel kann weg.
Ich habe noch irgendwo eine Waffe gehabt. Genau, dann nehmen wir noch die Lanze mit. Ich finde echt geil, dass man bei dem Zelda hier außer Schwerter auch noch andere Waffen benutzen kann. Ja, kommt noch. Wo ist unser... Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist unser Dritter im Bunde hin? Stirb doch, Mann. Puh. Das hätten wir erledigt. Irgendwo müsste ein Zeug liegen. Ach, da. Ah, sehr schön. Kann dabei auch gleich mal die Kiste da hinten platt machen. Oh, eine Frostmelone. Und eine Zitterfrucht. Neue Sachen hier. Ja, die Lanzen erst einmal verbrauchen. Was gibt's da drin? Ein Rhodonit. Huh. Wahrscheinlich benannt nach dem König, ne? Der hieß doch irgendwie sowas von... von Rot oder von... ich weiß nicht. Das ist okay, weil da liegt ja noch eine. Oh, noch eine starke tatsächlich. Können wir doch die eine schwache nehmen. Alles gut, wir sind da. So, wie sieht das aus? Was müssen wir jetzt tun? Sollte die Schafe natürlich in Sicherheit sein, überbringen die Schafe. Das ist alle Monster besiegt worden. Okay, also einfach nur Bodengang jetzt machen. Na gut, dann wieder zurück. Sollen wir uns noch hier großartig umschauen? Ich denke nicht. Der Weg ist auch relativ lang. Ich glaube, da teleportieren wir uns mal einfach mal ganz kurz. Ah, nee, ich brauche ja mein Pferd. Ich möchte mein Pferd auch wieder hier wegbewegen. Und ich glaube, die Stallung ist wieder weit weg. Dann laufen wir wieder. Beeilen wir uns halt ein bisschen. War aber jetzt ein ganz schöner Kampf jetzt gegen diese Bockblins. Da waren ja auch, glaube ich, schon diese Verstärkten dabei. Es gibt ja rote, das sind ganz einfach. Das ist das einfache Fußvolk. Da habe ich immer ganz schön verschreckt. Ah, das ist interessant. Ich steuere jetzt zum Beispiel gerade immer mit nur die Kamera. Solange ich auf dem Weg laufe, scheint mein Pferd von selbst zu steuern. Das ist cool. Das ist sogar echt cool. Hoppala. Fleisch unterwegs. Geflügel to go. Oh, da will aber noch jemand was von mir. Nein. Rejected. Das ist extrem nützlich. Haben sie echt gut so gedacht, weil sonst muss man ja echt die ganze Zeit aufpassen, was los ist. So kann ich mich... Ich könnte steuern, also wo genau ich hin will. Aber so nimmt mir das Spiel das ein bisschen ab. Klar, wenn es ums Richtungswechsel geht oder sowas, dann sollte ich immer noch selber einschreiten. Aber jetzt steuert er selber. Na, seht ihr das? Das ist echt cool. Allerdings wendet er ein bisschen spät für meinen Geschmack, aber okay. Er macht das, was er soll. Oh. Da war mein Punkt. Ich war jetzt so fasziniert davon, dass das Teil aus von selbst laufen kann. Da vorbeigelatscht bin. Eiskalt.
Ja, so ist es. Oh, Milch. Nice. Oh, die hat uns lieb. Die mag uns jetzt. Cool. So, genau, dann haben wir die Waffen da gehabt. Das fotografische Gedächtnis. Ja, warum nicht? Ausdauernd auf Ära. Ja, fragen wir doch primär nach ihrem Herzenswunsch. Es gibt immer wieder was zu tun hier in dem verrückten Dörfchen. Ja, eigentlich hätte ich vor, auch auf einem relativ schnellen Weg zurück zur Impa. Aber das Schöne ist, wir können uns ja direkt hin teleportieren. Also können wir uns hier eigentlich schön Zeit lassen, uns unser Zeug machen. Und dann, ja, langsam aber sicher zur Impa zu reisen. So, dann lasse ich mal mein liebes, treues Ross mal vorsichtig einparken. So, kann das sich von dem Heu ein bisschen bedienen und so. Bin gespannt, ob er das automatisch auch gleich macht. Ne, der begutachtet gerade noch mich. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Hallo, Primella. Okay. Aber ich will dich eigentlich zu was anderem befragen. Ah, ich soll erstmal den ansprechen. Ach, okay. Also keine großartigen Infos hat er mir gegeben. Vielleicht, wenn ich Primella so direkt mal anspreche. Ja, was mögen Sie denn so? Okay, dann gehen wir das so weiter. Dann gehen wir wieder zu dem Typ und sagen ihm, dass sie gerne 100 Heuschrecken will. Ja, 100 Heuschrecken. Besagter Freund, ah ja, der besagte Freund. Okay, gucken wir noch weiter. Antike Materialien an Robin zu übernehmen, solltest du welche finden. Institut in der Kala, aber wo sollte sich das bitteschön befinden? Ah, habe ich aus Versehen ein Foto gemacht. Ups, habe ich ein Foto von den Stallungen gemacht. Nice. Oh, der Rakala ist ja ganz weit weg. Okay, das ist ja wieder andere Baustelle. Okay, was machen wir am besten? Ich glaube, wir schauen uns jetzt mal vielleicht das an. Das scheint auch irgendwo hier zu sein. Schatz der Ranellspitze. Ah, da brauchen wir ja, glaube ich, sowieso Dings. Mehr Kleidung. Das hört sich aber alles nach Arbeit an, die ich mir offscreen wahrscheinlich eher antun würde. Aber ich sage, wir machen uns direkt auf den Weg zurück zu Impa. Und da wir ja praktischerweise in der Nähe von Kakariko einen Schrein haben und uns dort direkt hin teleportieren können, machen wir das einfach mal. Sparen uns ein bisschen auch Zeit. Und ich setze mich mal ein klein bisschen um.
So ist das ja schon gleich gemütlicher. Sehr schön. So. Also generell, wir haben zwar die Möglichkeit hier viele Nebenquests zu tun. Vor allen Dingen das mit den Heuschrecken, das würde, glaube ich, einfach mal Zeit fressen. Ja, oder wir können uns einfach um die Handlung kümmern oder einfach ein bisschen in der Gegend rum erkunden. Das ist alles frei von uns zu entscheiden, auf was wir gerade Bock haben. So, da wären wir wieder. Hä? Was will denn der Kleine hier? Mama versteckt sich, aber ich finde sie. Okay. Na, was ist mit dem Maler los? Der malt ja zur Abwechslung nicht. Okay, dann würde ich mal ein Bild machen. Ja, klar, warum nicht? Anscheinend will der Maler jetzt zu dieser legendären Feenquelle. Wir sollen ihn begleiten. Na gut, wenn er das unbedingt will. Hallöchen, Himba. Oh, das sind so viele hübsche Menschen hier. Alle haben sie weiße Haare. Man merkt einfach, wie die ganzen Bewohner hier tatsächlich ihren eigenen Tagesablauf haben. Ich finde das echt schön. Ab und zu setzen sie sich nebeneinander, bestaunen die Gegend ein bisschen. Ab und zu, ja, machen sie einfach ihren anderen eigenen Kram, von wegen hier Wache schieben oder sowas. Jeder ist mit irgendwas beschäftigt und beschäftigt sich tagtäglich mit solchen Dingen. Jetzt begleiten wir den guten Mann hier zu der Feenquelle, die wir ja schon mehr als genug kennen. Ne? Kommst du her? Alles okay? Okay, ich soll ein Bild von der Quelle machen, ganz einfach. Also sprich, wir nehmen wieder unsere schöne Smartphone-Foto-App. Speichern. So, haben uns unsere schöne Smartphone-App geschnappt und jetzt kann er, weiß er, wie das Ding ungefähr aussieht. Und jetzt machen wir ihm die Freude und geben ihm das Foto, damit er da ein Bild von malen kann. Auch wenn er nur noch ein paar Meter hat. Ja, ich hab sie gefunden. Ja. Guckst du einfach. Ein bisschen Geld reicht mir schon. Das zum Beispiel, ah. Okay. Also die Leute sagen uns nach und nach, geben uns Hinweise, wo die einzelnen Orte sind, um unsere Erinnerungen da wieder aufzufrischen. Wir könnten eh einfach mal ganz kurz gucken, was es hier für Bilder hier gibt. Ah, das scheint ein Schrein zu sein in der Nähe vom Schloss Hyrule.
jeden Fall sehr interessante Panoramabilder. Auch wieder vom Schloss Hyrule in der Nähe. Das könnte beim Schloss selber sein. Okay. Und ich glaube, die ganzen verschiedenen Orte, die jetzt bisher nicht von uns aufgezeichnet wurden, die müssen wir wohl irgendwann mal besuchen, um Links Erinnerungen mal wieder herzustellen. Also wahrscheinlich sehen wir dann einfach eine Cutscene im Sinne von, ja, das ist da passiert. Alles klar. Ja, die Jäger, die haben wir ja schon, wir hatten ja schon mal unser Vergnügen mit denen. Hallo Paya. Was ist denn dieses Juwel? Okay. Was ist denn mit diesem Dorf? Ja, das haben wir ja zum Glück schon bereits rausgefunden. Wir waren ja ein fleißiges Bienchen. Ich? Ja, das würden wir gerne. Das ist interessant. Ja, wir wollen gerne mehr wissen. Wo genau befindet sich denn dieses Muttermal? Casanova. Das war süß irgendwie jetzt gerade. So, Impa, wir sind wieder da. Also unser Chica-Stein scheint zumindest wieder in Ordnung zu sein. Die haben sich aber gut gehalten. Also die Fotos. Ah, alles klar. Okay, sobald ich eines von diesen Orten wiederfinden sollte. Okay, das kann also sich um Wochen handeln oder um Jahre oder was auch immer. Unsere Priorität sollte also wieder eine andere sein. Das heißt, wir... da müssen wir uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Wir können entweder direkt zurück zu Ganon jetzt oder wir kümmern uns um diese 12 Orte. Oder wir kümmern uns direkt um die Titanen. Ich glaube, wir machen einfach eine Mischung aus allem daraus. Weil die Welt ist groß. Also die Welt von Breath of the Wild. Eigentlich würde ich diese Kugel gerne haben. Aber was wir machen könnten, wäre dieses Meer zu untersuchen, weil da unter anderem eines von diesen... eins von diesen... Schreinen da ist. Das können wir mal machen. Und das würde ich sagen, machen wir dann auch im Laufe des nächsten Parts. Weil da gab es einen Schrein, den würde ich gerne besuchen. Und dann diese eine einsame Insel. Jetzt in nächster Zeit wird es jetzt erstmal so aussehen, dass wir tatsächlich von einem Ort zum nächsten pendeln werden. Dass wir uns reichlich umschauen werden in den verschiedenen Regionen. Und dort mehr oder weniger ausfindig machen, was es mit dieser Welt so oft passiert ist.
Das heißt, eigentlich geht es jetzt in den meisten Folgen demnächst darum, dass wir halt möglichst viel von der Umgebung abdecken. Und zwischenzeitlich konzentrieren wir uns dann doch auf die Titanen und auch auf das Finden von den verschiedenen Orten. Deshalb würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Sehen uns beim nächsten Mal, werden uns dann bei diesem Strand von Hetane mal ganz kurz umschauen. Da gibt es einen Schrein, den ich mir gerne anschauen will. Hoffentlich können wir den auch so ohne weiteres erreichen. Und dann gibt es natürlich auch diese einsame Insel. Da wird es, glaube ich, aber ein bisschen schwieriger, weil wir ja kein Floß haben oder irgendwas. Und außerdem können wir nicht so weit schwimmen. Es wird noch eine Frage, was wir so alles machen, wie wir das machen. Und eigentlich hätte ich auch gerne Rubine, damit ich mir Rüstungen leisten kann. Also wie zum Beispiel die eine, die angebunden wird da unten. Sehen wir noch. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.